Okay, ja, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag und Einblick in das Buch. Ich habe eine Frage zu dieser ja schon sehr starken anglophonen Dominanz im Diskurs, die ja, also vor allem auch mit dem ersten Buch, vielleicht sogar ja noch verstärkt wird. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Frage ist, aber es ist was, was mich auch in anderen Theoriefeldern umtreibt, wo das ja auch zu beobachten ist, allgemein in so kulturwissenschaftlichen Bereichen. Wie geht man damit um? Oder also vielleicht, wie wird es auch in dem Buch reflektiert? Inwiefern gibt es da überhaupt eine Übertragbarkeit oder Anschlussfähigkeit? Und was muss man tun, wenn man jetzt aus einer also hiesigen Perspektive mit diesen Texten umgeht? Und ja, wie geht man da dran? Der Hintergrund, du hast anscheinend auch einen Blick schon reingeworfen in das Buch, oder aufgrund der Aufzählung, die ich am Anfang gemacht habe. Also der Hintergrund ist, der Frage war ja, dass in dem Sammelband die Texte, die wir dort abgedruckt haben, eben aus der anglophonen Debatte stammen und das heißt eben in der Regel sogar, ich glaube, fast, also bis vielleicht auf zwei Ausnahmen aus dem US-amerikanischen Kontext. Und das haben wir auch viel diskutiert und das ist, stimmt genau. Ich finde, das Dilemma ist, das reproduziert eigentlich im Grunde diese starke Hegemonie. Ich würde trotzdem sagen, es gibt ein paar einschränkende Gedanken, die das ein bisschen relativieren. Der eine ist, dass Queer Studies außerhalb der USA und außerhalb von England und Australien so gut wie nirgendwo ordentlich institutionalisiert sind. Ja. Es gibt sozusagen in den meisten anderen Ländern wenig Ressourcen dafür, damit so Theorien. Damit Forschung stattfindet, etwa in dem Fall. Ja, das klingt viel besser. Und ein Thema, das mich auch total beschäftigt, lange als Queer-Forscher in der Uni auch, ist sozusagen immer wieder, dass Menschen, die einen Schwerpunkt haben auf queeren Themen, dass die nicht wirklich es schaffen, halt in der Universität langfristig. Ich würde sagen, in der jüngsten Zeit gibt es so ein paar positiv zu stimmende Veränderungen. Also, und das ist vielleicht auch wirklich so als Tendenz. Das ist aber so gewesen. Und in den USA etwa nicht so. Es gibt eine lange Geschichte der Institutionalisierung, was dazu viele, die in ihren Ländern die Voraussetzungen dafür nicht vorfinden, versuchen, in den USA Fuß zu fassen. Und viele der Autorinnen, die wir eben haben, kommen aus dem globalen Süden, haben aber eine Anstellung an Universitäten in den USA. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den wir irgendwie so bedenken müssen. Und trotzdem aber, das wäre zum Beispiel vielleicht eine Aufgabe, was dieser Band noch nicht auch genug abdeckt, ist, dass es seit Jahren jetzt verstärkt eben auch eine Rezeption von queeren Theorien, die zwar ihren Ursprung irgendwie haben, wenn man so will, geografisch im globalen Norden, aber in Ländern des globalen Südens haben und dort aber nochmal was anderes mit denen gemacht wird und was anderes passiert. Und das irgendwie hybridisiert wird auch. Ja, also mit sozusagen, es wird nicht einfach nur.